Ich gehe mal davon aus, nach den Prognosen, die jetzt gestellt wurden, sollen eventuell noch mal so 20 cm kommen. Was wir allerdings nie hoffen, aber vorbeugen ist besser wie heilen. Ne? Und dann haben wir hier ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Dann sind wirklich die ersten Häuser, die jetzt gerade hier sind, die Pensionen, dann unter Wasser, also die Keller geflutet. Der Gullideckel, auf dem der Sandsack dort vorne steht, liegt einen halben Meter unter der Dammkrone. Das heißt, wenn das Wasser auf beiden Seiten des Dammes ausgeglichen ist, haben wir es hier einen halben Meter. Und da die Prognosen darauf hindeuten, dass es nochmal einen halben Meter mehr kommt, sehen Sie, wo es dann stehen wird. Wir haben gerade noch Sandsäcke hingelegt, damit die Straße möglichst spät überflutet wird. Aber ich sehe nicht so richtig, dass es einen Sinn macht. Den Sand haben wir dann morgen im Keller. Aber man tut, was man kann. Nicht zählen, da könnt ihr noch was hin. 800, wenn so ein Drittel Taková ani při těch záplavách ničivých, jak bylo v tom 97. roku, tak my jsme v podstatě to s něčím takovým ani nepočítali. To se obě... Čerpání je náročné, ale most Edvarda de Beneše je velmi důležitý pro spojení obou částí města, pro sanitky.